Es ist natürlich Sonntag, der 14. August. Nur so viel dazu. Ich bin in Sachen Dokumenta unterwegs. Heute zur Gustav-Mahler-Treppe an der Dokumenta-Halle. Da ist nämlich der Parcours Social Kitchen. Und das will ich mir mal anschauen. Liebe Grüße. Interessant, welche Ideen die Künstler haben. Das ist hier innen drin, kann man sich auch hinsetzen. Das mache ich jetzt mal und dann kann man sich das auf sich wirken lassen. Ich muss auch sagen, hier drin ist es angenehm kühl. Also wenn ihr nach Kassel kommt, unbedingt mal sich anschauen. So, jetzt bin ich hier neben der Dokumenta-Halle. Die ist hier links, seht ihr auch Menschen drin. So, und das ist dieser Social Kitchen Parcours von Lumbung Member Ritto Panko. Und das Ziel ist gemeinsames Kochen, sich Geschichten erzählen, sich austauschen. Und dann habe ich gelesen, dazu soll es auch später ein E-Book geben von den ganzen Rezepten. Also finde ich eine tolle Idee. Hier ist auch ein Bistro. Links zur Dokumenta-Halle. Ja, Hunger und Durst hat man ja auch, wenn man sich so viel Kunst anguckt. Immer wieder schön, wenn man unterwegs ist, dass man andere Menschen kennenlernt, andere Kulturen,
Das hier war auch ein ganz netter Fotograf, der die ganze Kochcrew also fotografierte. Wir kamen auch hinterher ins Gespräch. Das ist der liebe Kai, auch ein toller Fotograf. Hier zeigt er, was er für Fotos gemacht hat. Und das sind hier die Köchin, die fand ich sehr fotogen, die ich fotografiert habe. Das war das köstliche Essen. Und ja, das sind so Momentaufnahmen von mir, die ich auch sehr gern mache. Ne? Also die waren ganz charmant. Und wenn man so viel kocht, dann muss man auch tanzen. Lebensfreude pur, fand ich toll.